Ist die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA bald wieder DSGVO-konform? Jetzt hat die EU einen Entwurf veröffentlicht für einen neuen Angemessenheitsbeschluss. Wie du vielleicht weißt, gab es schon früher Versuche, die Datentransfers in die USA zu legalisieren. Zuletzt wurde das Privacy Shield durch das Urteil des EuGH Schrems II gekippt. Und jetzt gibt es also einen neuen Versuch, einen neuen Angemessenheitsbeschluss zu fassen. Ein solcher Beschluss würde dann sagen, dass ausreichende Garantien für die Rechte Betroffener vorhanden sind, wenn personenbezogene Daten in die USA gelangen. Was halte ich davon? Nicht viel. Ich glaube, dass der EuGH wieder genauso entscheiden wird wie früher. Max Schrems steht bestimmt schon in den Startlöchern und es wird also ein Schrems III-Urteil geben. Es müsste die Datenschutzgrundverordnung an der entscheidenden Stelle geändert werden. Die entscheidende Stelle ist Artikel 49 DSGVO. Dort heißt es nämlich, ohne einen Angemessenheitsbeschluss, der also vom Gericht nicht gekippt wird und ohne ausreichende Garantien für die Rechte der Betroffenen, sind Datentransfers in ein unsicheres Drittland nur unter ganz, ganz bestimmten Voraussetzungen möglich.